Ganz Deutschland im Fußballfieber. EM in Frankreich. Schweini trifft, Boateng regelt und Neuer hält den Kasten sauber. Oder ist es gar nicht Manuel Neuer? Wie auch immer. Passend zur Euphorie um das runde Leder habe ich Marcel bei seinem blinden Fußballspiel besucht. Mit der Frage, wie das denn bitte funktionieren soll. Man muss das Runde ins Eckige schießen, aber dann kommt es noch auf ein paar Besonderheiten an, nämlich dass wir hier drei sehende Personen beim blinden Fußball haben. Das ist zum einen der Torwart, im Mittelfeld oder auf der Seitenlinie ist das der Trainer und hinter dem gegnerischen Tor der Guide der eigenen Mannschaft. Und all diese drei Personen, die zur Mannschaft natürlich dazugehören, können den Spielern auf dem Platz Anweisungen geben. Hier Marcel, hier. Das Zauberwort im Fußball heißt Voy. Voy kommt aus dem Spanischen und heißt ich komme oder ich gehe. Und das liegt daran, dass Blindenfußball aus Südamerika kommt. Das muss deswegen gerufen werden, weil die Verteidiger den Stürmer angreifen können, weil dieser natürlich den Ball hat. Aber der Stürmer hört die Verteidiger nicht, weil die natürlich nicht zu hören sind. Und zum einen, um Verletzungen zu vermeiden durch Zusammenstöße und zum anderen aber auch aus Fairnessgründen, damit die Stürmer den Verteidigern ausweichen können, muss der angreifende Spieler das Wort Voy rufen. In der Liga ist das Spielfeld noch ein klein bisschen größer, 40 mal 20 Meter. Und auch genau wie wir hier gesehen haben, an der Längsseite mit Banden. An den kurzen Seiten sind aber keine Banden, also da, wo die Tore sind. Und wir spielen dementsprechend auch dann 5 gegen 5. Wir haben einmal hier diese Dunkelbrille und den Kopfschutz. Das liegt zum einen daran, dass im Blindenfußball alle Spieler, die einen Sehrest von 10% haben, Blindenfußball spielen dürfen. Und die müssen aber dann diese Dunkelbrille tragen, um Chancengleichheit zu gewährleisten. Und der Kopfschutz ist dafür da, dass die Spieler sich nicht verletzen. Ja, die Spieler. Auch ich hätte mir besser einen Kopfschutz angezogen. Man beachte die Beule.